Hallo, heute zeige ich euch, wie man Scondriets macht. Das sind Kekse, die vor allem während der Ramadanzeit besonders in Algerien und Tunesien gegessen werden. In eine Schüssel kommen das Mehl, der Vanillezucker und die Butter und das Ganze wird dann erstmal ein bisschen grob miteinander vermengt. In den Teig kommt deswegen nicht mehr Zucker, weil die Füllung danach relativ süß ist und dann braucht es einfach diese Süße im Teig nicht noch extra dazu. Wenn dann alles so grob miteinander vermengt ist, kommt das Orangenblütenwasser hinzu, beziehungsweise das verdünnte Orangenblütenwasser. Ich habe einfach 2 Esslöffel Orangenblütenwasser genommen und die auf ein halbes Glas Wasser verteilt, beziehungsweise gemischt. Und dann kommt einfach so viel hinzu, wie ihr braucht. Also der Teig sollte im Endeffekt weich sein, aber nicht klebrig. Also gibt es einfach Schritt für Schritt immer hinzu. Und dann kommt der Teig erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit bereiten wir schon einmal die Füllung der Kekse vor und dazu werden die geriebenen Mandeln, der Puderzucker und das Eiweiß miteinander vermengt. Ich habe das zuerst so grob mit einem Schneebesen gemacht und dann meine Hände genommen, um einfach so eine schöne, kompakte Masse im Endeffekt formen zu können. Diesen Teig habe ich dann übrigens in 2 Teile aufgeteilt und dann einmal mit roter und einmal mit grüner Lebensmittelfarbe noch eingefärbt. Nachdem der Teig dann genug gerastet hat im Kühlschrank, habe ich hier auch einen Teil genommen und den gelb eingefärbt. Ihr könnt hier jede Farbe nehmen, die ihr wollt. Ich wollte einfach, dass sich das nur so leicht voneinander abhebt und der Kontrast nicht allzu krass ist. Ihr könnt aber natürlich auch blau oder rot oder was auch immer eure Lieblingsfarbe ist, hier nehmen. Und dann wird der Teig, genauso wie der nicht eingefärbte Teig, ausgerollt. Sobald der eingefärbte Teig dann ausgerollt ist, wird er anschließend noch in Streifen geschnitten. Und diese Streifen kommen dann auf den anderen Teig. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich den schon mal in eine rechteckige Form gebracht. Wenn ihr dann alle Streifen verteilt habt, kommt nochmal das Nudelholz zum Einsatz und das machen wir einfach deswegen, damit sich die Streifen mit dem anderen Teig gut verbinden und das quasi eine Einheit wird. Und danach schneidet ihr das in Quadrate. Wie ihr hier sehen könnt, war ich mir ein bisschen uneinig, welche Größe ich hier nehmen soll. Ich habe dann einfach ein paar kleiner und ein paar größer gemacht. Nachdem ich dann noch einiges vom gelben Teig übrig hatte, habe ich den dann ebenfalls nochmal ausgerollt und auch in Quadrate geschnitten und den gelben Teig dann auf den gestreiften Teig draufgelegt. Und nachdem ich auch so eine wunderbare Matte habe, die ich eigentlich sonst nie benutze, dachte ich mir, kommt die hier auch mal zum Einsatz, damit der Teig einfach nochmal schön gemustert ist. Dann kommt auch schon unsere Füllung darauf, sprich ich habe den Teig von vorher einfach in kleine Kügelchen geformt und wie ihr hier sehen könnt, eingefärbt. Und danach werden die Kekse nochmal, wie ihr hier sehen könnt, eingeschnitten. Dann wird das Ganze noch mit etwas Eiweiß bepinselt, das dient einfach als Kleber, damit wir die Kekse dann auch schön formen können. Und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Hier ist wirklich etwas Geduld gefragt, also das ist, finde ich, so eine perfekte Sonntagsbeschäftigung, die man machen kann. Und sobald euer Keks dann fertig geformt ist, habe ich das Ganze umgedreht, damit einfach die schöne Seite oben ist und bei 170 Grad für ungefähr 15 Minuten gebacken.
Wenn die Kekse dann aus dem Ofen kommen und noch warm sind, werden sie mit einer Mischung von Honig und Orangenblütenwasser bestrichen. Erhitzt den Honig am besten einfach ein bisschen, weil dann wird er flüssiger und dann ist das Ganze einfacher. Und dann habe ich sie oben noch mit Pistazien und einer Zuckerkugel dekoriert. Und so sehen die Scondriettes dann im Endeffekt aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Ramadan, falls ihr den feiert. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Abonniert meinen Kanal. Hier kommt ihr noch zu zwei anderen Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!